Kreis, das ist Wahnsinn. Nein, wir können deinen Plan nicht umsetzen. Doch, wir werden es tun. Es wird der größte Zug aller Zeiten werden. Aber die Materialien, wir haben doch gar nicht die Materialien dafür. Doch, wir haben alle Materialien. Wir werden einen großen Ouroboros-Bus. Aber Operation Ouroboros ist Schwachsinn. Ouroboros-Bus. Aber warum sollte sich der Zug selbst in den Schlong beißen? Ein Ouroboros-Zug wird es. Er wird so groß. Also ich halte das für verrückt, mein Freund. Wenn wir hinten angegriffen werden, müssen wir eine Woche lang laufen, bis wir überhaupt wissen, wer es ist. Ja, genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Alter, hier, ein Duplicator, guckt ihn euch an, da unten dupliziert er seine Sachen. Mach mal jede Menge Bolzen. Wir brauchen jetzt jede Menge Bolzen, weil du willst ja haben, dass der Zug irgendwie fancy wird. Du hast ja gesagt, ich möchte nicht Bolzen. Mehr gammelig reißen, ich will Mr. Fancy Boy. Das ist übrigens auch so eine falsche Übersetzung eigentlich, ne, Bolzen. Bolzen sind eigentlich auch nur Schrauben. Ja. Das wird immer gerne auch so in so Dokus und so falsch verwendet. Der Fancy Train. Fasten and Loosen Screws and Bolts, weißt du, Schrauben und Bolzen. Fasten and Loosen. Fasten ist festziehen, Loosen ist lösen. Ich muss hier mal die Kiste, der wirft die gar nicht weg. Gut, dann baue ich sie mal hier drauf. So, hier habe ich nämlich noch jede Menge Kram. Eis habe ich auch ein bisschen. Oh, ich habe Waffenzeug. Warte mal, ist das geiles Waffenzeug? Was Blaues. Ich hatte auch in irgendeine Kiste noch so ein Trommelmagazin gepackt oder so. Ja, ich nehme noch blaue Sachen mit. Alles andere ist mir schon zuwider, weißt du? Also wäre auch gut, mal irgendwie ein potentes Gewehr bauen oder potentes so. Potentes Gewehr? Ja, gucken wir mal, dass wir eins für dich bauen noch. Wir müssen halt dann auch jede Menge Muni machen, ne? So ein potentes Gewehr will halt auch jede Menge Munition. Ich habe vorhin Munition aus dem Automaten gezogen. Ich habe auch, glaube ich, habe ich noch Münzen eigentlich? Noch 7 Münzen hier hinten. Ich habe meine Münzen alle verballert. Aber dafür habe ich das Relikt bekommen. Irgendwie die große Prophezeiung. Hinten ist irgendwie Fremdfett drin. Heiz ich mal ein bisschen mit Fett heizen. So, habe ich hier noch Holz? Dann rein. Rein! Werden neue Eisenbarren geschmolzen. Dieses Geräusch. Ding, 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 ding. Hier, zack, noch mehr. Irgendwo kann ich hier, guck mal, das könnten wir stacken. Ein bisschen Ordnung. Wo ist denn eigentlich hier? Ah, hier ist der Waffentisch. Ich da irgendeinen coolen Kram dran machen? Moment. Soll ich die Bolzen in das Bilder, in die Bilderbox packen? Mama, ich habe hier ein besseres Magazin. Geil. Ja, alles bauen kannst. Ich heb dir das Blaue mal auf. Soll ich mal da hinten rein, dass wir für dich noch eine Waffe dann gleich bauen. Ja, wir zersprengen jetzt die Kisten und dann bauen wir den Zug hier, machen wir eine Überdachung. Das wird das nächste große Ding. Also ich habe jetzt hier schon mal neun Bolzen in die Bilderbox gepackt. So, ich mach erstmal die Kiste hier auf. Wababusch. Wababusch. Ja, jede Menge Schmutzeis. High Quality Dirt. Ich habe so viel Chemie, ich muss mal ein bisschen Chemie hier auch loswerden. Man muss halt auch sortieren, das ist echt wahnsinnig viel Stuff, was wir haben. Guck mal, hier ist noch ein Bolzen. Was brauchen wir noch? Metallbarren? Für die Wände? Ja, halt ganz normale Metallbarren, ja. Okay. Wie gesagt, ich mache hier noch ein bisschen Chemikalien, damit wir das auch ein bisschen haben. So, hier ein bisschen Holz reindrücken. Der Glücksspielautomat mit seiner Glücksspielmusik. Er will, dass ich an ihm spiele. Schmeiß Münzen in mich rein, schmeiß Münzen rein. Schmeiß Münzen in mich rein. In meinen kleinen Bauch. Also wir haben schon wieder in den ganzen Kisten einen Haufen Zeug. So, hier ist auch noch Eisen drin. Hier wollte ich doch eigentlich... Also hier manchmal so ein bisschen Eis, weil wir brauchen Eis, um den Zug zu kühlen, wenn wir jetzt hier mit Highspeed durchbrettern wollen. Aber wenn jetzt hier Build a Module. Nee, hä? Wie kann man denn... Du musst auf... geh mal auf Zug 2, auf Abteil 2. Also weg von der Lok, sondern auf das nächste Abteil. Und dann gehst du auf so ein Plus. Da ist irgendwo so ein Plus quasi mitten... Nee, sehe ich nicht. Warte mal, lass mich mal ran. Sehe nix. Also du gehst... Zack, hier und dann klickst du auf so. Ah, ne, das sind so. Ein Hammer ist das, dann kannst du es hier auswählen. Das ist gebaut. So, und hier brauchen wir nochmal einen Barren. Kann ich auch noch einen bauen. Noch ein Überdacht. Barren? Ja, Alter, sieht es richtig nach Zug aus, ne? Ja, ja. Das ist geil, Mann. Aber jetzt brauchen wir hier drin dann auch Lampen.
Ja, wir bräuchten Lampen. Einen Barren nur, dann packe ich den noch in die Bilderbox. Ein Barren, dann ist es da hinten alles zu. Wir haben Wandlampen, die hier. Man hier hinsetzen zumindest. Ich mache mal hier welche hin. So. So. Und hier noch einer hin. Was bauen die dann? Iron Bar. Haben wir ja rein zufällig. Aber guck mal, da siehst du, wie schnell wieder unser Eisen weggeht. Okay, jetzt haben wir hier Lampen drin. In unserem Todeszug. Aber hier ist mit offenen Fenstern den, ne? Mit den Lamellen. Den bauen wir, oder? Genau, genau den. Ja, der so Luftschlitze noch hat. Habe ich jetzt ausgewählt, aber warum baut er den nicht? Falls du mal wieder den Zug kotest. Er baut ihn aber nicht. Ist da noch mal, eigentlich bauen. Wenn ich da nur einfach draufklicken. Ja, einmal draufklicken. Wagon War? Ne, macht er nicht. Warte mal, lass mich mal gucken. Moment. Auf, oder ist da was im Weg? Nö, zack. Muss vielleicht der Server Admin machen. Jetzt haben wir da hinten komplett zu einem Zug. Man kann das andere jetzt auch noch ein bisschen verändern. Da könnte man jetzt da brauche ich nochmal zwei Eisenbahnen. Da könnte man hier so Wände machen. Nochmal. Ich hole mir mal noch zwei Eisenbahnen. Paprika, Tomaten, Tee. Haben wir irgendwo... Pack mal hier, wenn ich eine freie Kiste finde, ein bisschen Essen rein einfach. Ja, wir zerlegen jetzt noch die anderen Kisten. Hier hinten noch so eine kleine Abgrenzung und dann müssen wir halt gucken, dass wir jetzt vorankommen. Scheint ist das Pacing der Story sehr merkwürdig in dem Spiel. Sehr langsam halt, damit du nicht das direkt... Das ist ein Spiel, wo du Zeit für brauchst. Das ist nichts für die schnellen Mach-mal-Mel-Boys. Mach-mal-Mel, wird nicht viel Mel gemacht. Upgrade, nee, upgraden können wir nicht. Wir haben jetzt 4 von 4, mehr geht irgendwie nicht. Wir müssen unseren Zug ausbauen und verbessern, damit er länger werden kann. Im Moment können wir gar nicht länger machen. Wir sind schon auf Maximallänge im Moment. Maximale Dödellänge. Hier noch das Leder raus. Johnny Lederlippe. Sieht schon geil aus, oder? Mega gut. Also hier vorne habe ich ein bisschen Flutscheis. Hier ist Eisen drin. Hier noch. Irgendwo hatte ich auch mal Chemie. Wir müssen halt wieder so eine Ordnung reinbringen. Hier mache ich nochmal ein bisschen Chemikalien. So, und hier noch ein bisschen Holz rein. Drüben. Hier Fett. Okay, Fett brennt schon ganz gut hier drin. Fett brennt ganz gut, ja. So ein schöner Klumpen Fett, der brennt ganz ordentlich, du. Da haben wir schon so einen richtigen Zug irgendwie, ne? Das ist ein richtiger Zug, was wir hier haben, ja. Die Zeiten, wo wir wie Tiere auf so einem kleinen Plattformstückchen gehaust haben. Aber was ist zum Beispiel... Warum ist dieser Engine-Dings hier vorne so offen? Ja, weil der geupgradet wird. Da kommt irgendwas rein. Ja. Aber so weit sind wir halt noch nicht. Ja, ja, okay. Nee, aber ich dachte mir schon so, das ist... Hier wird irgendwie noch verbessert, damit man auch mehr tragen kann. Weil ich war schon auf Zügen drauf, die hatten ja 16 Waggons. Die hatten ja Waggons... bis zum Umfallen. Wenn ich da unten alleine diesen Haufen schon wieder sehe, weiß ich, wir brauchen eigentlich noch mehr Kisten. Wir brauchen... klar. Wir müssen irgendwie ein Kisten-Upgrade machen. Was ist mit der Forschung? Wir kommen mit der Forschung nicht voran, weil, ja, weil uns dieses Material fehlt. Mit der Story. Wir müssen jetzt erstmal mit der Story rein. Ich verarbeite jetzt, ich öffne gerade noch die Kisten und dann fahren wir los. Ich meine nur so, mit der, wo ist denn dieser Forschungstisch hin? Ach, hier. Ich habe ein bisschen umgeräumt, damit wir intelligenteren Platz brauchen haben. Dieses merkwürdige Zeug, damit wir irgendwie Zink extrahieren können oder so. Und dann können wir hier Brass, können wir Barren gießen oder so. Ja. Gibt es eigentlich irgendeine Taste, wie man schnell Sachen von A nach B bringt? So eine Schnellübertragung gibt es auch nicht, ne? Nee, nee, nee. Glaube ich. Also habe ich noch nicht gefunden. Da stand mal irgendwas mit Shift, wenn du alle nehmen willst. Oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, die letzten Kisten.
und dann Abmarsch. Aber jetzt ist halt ein geiler Zug. Ich finde es so geil, wie der jetzt aussieht. Und dann können wir ja irgendwann noch so ein. Wir können ja noch einen Speisewagen machen. Ja, klar. Du musst auch die Wagen, ich denke, dass einige auch geschlossene Fenster brauchen, weil dir da sonst einfach einer reinschießt oder so. Natürlich sein. Nimm aber die Barren und die Bolzen wieder aus der Bilderbox mit. Kann man immer brauchen. So kleinen Scheiß. Hä, ich habe jetzt eine Kiste angeblich noch in der Hand. Ja, kenne ich. Eine Kiste in der Hand? Nee. Aber hier unten steht X-Hold. Ja, ja. Chest. Das hatte ich auch und da habe ich es auch irgendwie dupliziert mit dem geheimen Trick. Okay. Das ist immer merkwürdiger, du. Sonst habe ich es mir hier abgestellt. Noch gutes Wasser. So, friss. Dann fahren wir los gleich. Mal hier Barren einschmelzen. Hier Holz reinmachen. Hier noch einen machen. Geil, dass diese Lampen auch so schön leuchten dann. Na, das sieht gut aus. Vielleicht machen wir uns so ein schönes China-Abteil oder so. Lass mich mal raus, du stehst davor. Oh. So. Ja, es ist schon wieder super viel Loot. Ich nehme jetzt noch das Nötigste mit, dann fahren wir los. Diese Pilze, was bringen eigentlich die Pilze? Das habe ich auch noch nicht gecheckt. Füttern. Keine Ahnung. Ha? Ja, die Viecher füttern. Mehr können. Ja, aber warum füttert man sie? Verhungern die irgendwann? Weiß ich nicht. Kann sein. Vielleicht einfach, dass sie bleiben oder mehr sammeln dann oder dass ihre Funktion verstärkt wird, weil sonst wäre ja kein Timer. Wenn er jetzt hier in seinem Trip ist, verlässt er vielleicht die Astralebene und sammelt dort Ressourcen, die wir noch nicht kennen oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Er macht irgendwas Cooles. Ich sehe ihm dabei zu, wie er trippt. Wie er trippt. Beruhigt mich irgendwie zu sehen, wie dieses kleine Wesen den Verstand verliert. Gut. Zug ausgebaut. Abmarsch. Abmarsch. Wir müssen das nächste Depot erreichen. Da unten liegt noch Kram für die Ewigkeit, aber... Vielleicht ist das auch einfach die Dauerquest. Erreiche das nächste Depot. Vielleicht geht die auch gar nicht weg. Nee, die geht weg. Oh. Weggeflogen, hat mich voll weggefetzt eben gerade. Nee, das geht schon weg. Glaube ich nicht, dass es sowas ist, was einfach ein Ey, guck mal. What? Was geht hier für ein... Uff. Steh ganz vorne. An vorderster Front. So, hier nochmal ein bisschen was reinmachen und let's go. Unweit kenne ich aber schon hier. Das ist altbekanntes Gebiet. Hm. Dann geben wir halt mal ein bisschen Gas und ziehen mal mit dem Zug durch. Wieso sammelt er das nicht? Guck mal ein bisschen Wasser da vorne rein und dann... Jagen wir den Zug auf Maximum, den Zurg. Den Zurg, ey. Fiese Imperator. Fiese Imperator. So. Zurgmann. Wow, wow, wow. Werden wir schnell? This train is on fire. Ja gut, er beschleunigt gerade auf jeden Fall ganz gut. Wir brauchen Wasser. Also wenn du Wasser siehst, alles an Wasser einsammeln. Ihr seid immer noch nicht wirklich schnell so. Oh, da unten ist ein Zug. Bremse, Bremse, Bremse. Wo denn? Da unter uns. Ja, wo halt bremst man? Weiß ich nicht, am Zug irgendwo. Rechts. Au, was habe ich eben gerade abbekommen? So noch ein Bremsen. Inspect Engine, ich weiß es nicht. Oh Gott, rechts habe ich gesagt. Jetzt rückwärts. Unter uns ist ein Zug. Kommen wir da noch hin, von hier aus? Weiß ich nicht, ich habe jetzt rückwärts gemacht, löse mal die Bremse. Rückwärts, Interact... Warte mal, hä? Rückwärts habe ich schon gemacht, du musst nur noch die Bremse lösen. Ja, aber Inspect Engines, Switch Direction, das hast du gemacht. Ja. Echt? Ach, da ist die Bremse. Da ist die Bremse, ja. Switch Brake, ah, okay. Da ist ein Zug.
Da ist ein Zug, Alter. Dann soll ich bremsen. Warte noch. Ich sag's dir. Wow. Okay, man findet also immer doch noch neue Sachen. Okay, jetzt kannst du bremsen. Guck mal nach hinten. Kannst du sogar andocken. Wie cool ist das denn? Wie andocken? Da andocken. Licht an- und ausmachen. Ja, du kannst wie mit dem... Ja, ja. Mit dem Haken. Da vorne ist eine Kiste. Ein alter verlassener Zug. Oh, hier ist ein alter verlassener Hai. Au! Er rammt mein Gesicht. Okay, es war jetzt nichts Special-mäßiges. Bisschen Loot, das war's. Oh, wir haben was Neues bekommen. Schrank. Eine Dekoration, Wandregal. Oh, kann man da Sachen reinlegen? Na, aber nee, ist Dekoration. Ja, vielleicht kann man die Sachen so reinlegen. Das ist auch... Oh, guck mal hier. Oh, eine schöne Schirmlampe aus Haut. Aus Vorhaut, aus Entenvorhaut. Schlabber die Lampe. Sonst ist da nichts. Hm. Nee, leider nicht. Aber krass, dass hier einfach mal so ein alter Zug ist, ne? Natürlich cool. Der ist ja eines Tages entgleist. Mutter und Vater sagten etwas über diese Züge. Mutter und Vater sprachen einst über die Züge. Sie sprachen einst über die Züge, nachdem ich Vater... nachdem ich Vater mit einem Hammer getötet habe, um seine Hornhaut zu extrahieren, um daraus eine Badekappe zu basteln, sagte er noch eins. Sohn, achte auf die Entgleisten. Die Entgleisten sind böse. Hier ist ganz viel Eis. Aua. Ja, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Mein Gesicht ist ein bisschen gerieben worden von einem Stein. Parmesan im Gesicht. Parmesan auf meinem Auge. Er spritzte mir ein wenig Parmesan ins Auge. Mutter starb wegen einem Parmesan-Auge. Oh nein, 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 da vorne ist... Früher gab es noch keine guten Diagnosen. Man sagte einfach Parmesan-Auge, obwohl wir überhaupt keine Lieferungen aus Italien bekamen. Okay, jetzt sind wir echt schnell. Verhältnismäßig, ja. Der zieht dich ja mit wie nix. Wir brauchen nur Eis. Also guck die ganze Zeit, dass du Eis findest. Ja, was soll ich denn trinken? Irgendwann eines Tages muss ich auch trinken. Frag mich, warum du so durstig bist. Ich trinke so wenig. Dann ist irgendwie voll der Junkie. Keine Ahnung. Aber jetzt gerade brauche ich nix, aber... Er schlägt den Schmutz aus dem Eis. Pures Eis. Hat mir schon pures Eis? Pures Eis war immer das... Pure Eis ist ein Doppel-Dirt-Eis sozusagen. Ey, ich komme nicht mehr auf den Zug. Der Zug ist so schnell. Wir heizen durch die Nacht. Erotisch. Erotisch und feucht. Erotische Nächte auf unserem Train. Im Love Train. Da wurde es nass und wild. So ein richtiges Love-Abteil werden wir machen. Wir sind ein Love-Abteil. Da hinten ist ein roter und ein blauer Strich in der Ferne. Bums-Abteil. Ein roter und ein blauer Strich in der Ferne? Ja, siehst du die auch? Rechts raus, da wo ich jetzt hingucke, siehst du mich gucken. Rechts raus. Nee, gerade. Rechts, ja, ja. Du bist jetzt schon ein bisschen zu weit vorne. Hast du Water? Ich sammle gerade einiges an Water. Na gut, wir brauchen nur Water, also um voranzukommen. Dirt Ice. Mutz. Ich knall hier die ganze Zeit gegen die Felsen bei der Geschwindigkeit und das ist nicht so geil. Au, du kriegst nämlich an jedem Felsen Schaden hier. That's true. Ja, das ist kacke, dass wir so viel Wasser benötigen, um die Lok halt so schön zu beheizen. Ganz schön ins Wasser. Gut, ich denke, irgendwann werden wir was finden, um Wasser auch anders zu generieren. Boah, das Problem, ich stecke immer in diesen Zwischenwänden fest hier an den Zügen. Das stört mich ein bisschen. Ja, so ein offener Zug ist natürlich zugänglicher. Nee, aber auch im offenen Zug. Also immer, wo diese dünnen Durchgänge sind und so, da bleibe ich gerne mal ein bisschen glitchy.
Blöde Ente wollte mich gerade anfassen, aber ich habe mir in die Fresse geschossen. Dumme Entensau. Jetzt haben wir... Oh, da klebt ja auch noch ein Entenvieh. Aber nur noch das gute alte Flutscheis. Frage ist halt, ja, wann kommt dieses mysteriöse Depot? Es wird bestimmt kommen. Ich glaube, wir hinken einfach so ein bisschen der Story hinterher. Das Duplizieren dauert nun mal auch ein bisschen. Ja, das Cheaten dauert eben. Er hat Scrap Metal und Organics, aber es ist alles jetzt auch nicht die Welt hier, ne? Was der so einsammelt, ist jetzt nicht so... Oh, da ist wieder so ein Arena-Ding. Meinst du, sollen wir Arena? Obwohl, das hat sich nicht so gelohnt. Wir müssen uns erstmal Rüstung und so auch alles machen und Waffen. Einfach wäre besser. Ja, eine Knarre haben wir, die kannst du nehmen. Dann haben wir auch Munition? Und noch eine bauen. Nee, wir müssen auch Munition machen. Ah, ich würde sagen, wir fahren nochmal. Die Arena ist jetzt wahrscheinlich Standard. Wir gucken erstmal, dass wir zu diesem Depot kommen, zu diesem mysteriösen Mystery Depot. Mystery Depot. Wo hast du dein Eis? Habe ich alles vorne in die Kisten gepackt. Also in die Kabine-Kiste. Ja, ja. All my eyes. All my eyes. Dust in the wind. I close my eyes. Ja, und hier heißt es All my eyes. Only for a moment and the moment gone. Bist du Nummer 1, ja. Blue? Du bist die Nummer 1, Blue! Ah, er ist einfach noch tot. Au, hat ja. Er gemacht. Ja, dieses kleine Ding da. Ja, du musst nur ran und eh, ne? Ja, ja. Dann macht er. Au! Deiner Genickbruch. Böse Psycho-Dreckschweine sind wir. Denkst du, das nächste Depot ist noch weit? Dann brauchst du ja auch richtig einen Lokführer irgendwann, ne? So, los, vorne heizen, heizen, weißt du so? Ja, klar. Schneller, schneller! Machst du das Inventar voll mit Kohle und Eis? Da unten ist ein Kohlebrocken? Geh mit. Oben links ist auch wieder Eis, Eis, Baby. Oh, wir sind wieder schnell. Das Gute ist, wenn du einen Rucksack hast, bist du mit einem, kannst du einen Brocken halt ja, tragen. Ja, das ist schon praktisch. Und ja, hast die klar. Hände nicht voll, ne? Auch Kisten und so ist ganz nice. Ja. So ein Ruckensäcken, so einen dicken. Immer schön Eis. Ja, guck mal, da ist noch ein Zug. Ja, halt an. Gehen wir hin. Ja, da gibt's irgendwie nichts Krasses. Weißt du ja nicht. Eine Kiste. Pass hier auf, warte. Chemie und... Kannst weitermachen. Ist nix. Ach so, ich dachte, da wäre ein Zug. Ja, so ein Stück Zug. Ein Stück Schrott. Ich dachte, da wäre ein Zug. Ah, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Zug. Wir fahren einen Zug. Das, was die da hatten, ist ein Floß. Und viel mehr Eis. Mehr Eis reinschieben. Ice White Shot. Oder wie hieß der Film? Wie hieß der so? Ice White Shot? Ich weiß gar nicht. Ice White Shot. Shut the Eyes. Mit Tom Cruise und Nicole Kidman. Aber eins der besten Internetvideos der Welt heißt Catch the Ice Dude. Willst du noch eine Rede halten? Der Typ, der auf das Wasser springt. Oh! auf den gefrorenen Pool. Keiner weiß bis heute, was er sagt. Diese Void-Schläuche irgendwie länger geworden sind? Weiß ich nicht. Ja, ist jetzt auch schon viel mehr drin. Zugreste, Kisten, Glühwürmchen, Abteile. Ja, ja, es wird krasser. Es wird irgendwie krasser, ja. Ich glaube, das haben sie sich aber auch schön organisiert im Endeffekt, dass du sagst, okay, pass auf, jetzt brauchst du zum Forschen Material, was du noch nicht hast. Dadurch musst du dann erstmal den Train weiterfahren, so, damit du halt irgendwann an den Punkt kommst, wo du das Material kriegst, so, ne? Oh, aber dickes Eis. Na, egal.
Also die Gebiete an sich werden länger, glaube ich, ne? So. Ja, wahrscheinlich. Gut, niemand Problem weiß. Ist wirklich nur Wasser. Das ist gerade wirklich tricky. Kühlung. Niemand weiß, was der Void bringt. Also ich bin jetzt im Moment nur auf Wasser getrimmt. So wenn ja, das ist auch gerade das Einzige, was wir brauchen, wenn wir vorankommen wollen. Genügend Kohle, wir haben genügend Holz, was wir noch verbrennen können. Ich habe hier gerade Eisenbarren neue. Die sind Glühwürmchen. Ja, aber lohnt sich das so sehr? Achso, ah ne, die sind nur wegen der Kohle da. Achso, ja, dann lohnt sich. Es lohnt sich. Please, baby, please. Ich finde, so ein bisschen Quality of Life fehlt mir halt noch so. Guck mal, da sind noch mehr das ist ein richtiger Glühwürmchentunnel. Könnte eine goldene Kiste sein. Ja, aber denkst du, da ist was Geiles drin, so einer goldenen Kiste? Ja, weiß ich nicht, aber dann haben wir sie. Ey, wir fahren zum nächsten Depot, ich will mit der Story ein bisschen vorankommen. Wir haben so viel Kram, so viel Loot. Wir können eh nichts mehr schleppen, es ist alles voll im Moment. Aber vielleicht sind da coole Waffenteile drin, weiß man ja nicht. Den brauche ich aus den anderen. Also ich kann dir eine Waffe. Also du kannst meine Waffe auch nehmen. Ich baue mir da noch eine. Wir haben ja schon blaue. Das ist ja schon blau, was sie hat. Pure Eis. Noch ein Pure Eis. Nee, Dirty. Schmutzig. So. Ist hier so. Ja, irgendwelche Walnüsse. Delicious Walnuts. Ja, guck mal, jetzt wenn du durch den Void hier langsam fährst, dann bist du auch lang unterwegs, ne? Ja, ja, klar, du bist, das sage ich ja, die sind jetzt richtig lang gefühlt irgendwie. Ich glaube, das sind die Eier von diesen kleinen Schwärmen, die hier so rumliegen. Und aus diesen kleinen Schwärmen entwickelt sich dann irgendwann so ein großer. Keine Ahnung, was das für Dinger sind. Not enough space, sagt er, not enough. Hier mal noch ein bisschen Kohle rein. Eis brauchen wir, jede Menge Eis. Ich wollte gerade was reinpacken. Auch noch ein bisschen schmutziges Eis gefunden. Ah. Afterburn, Alter, da gibt er Gas. Aber da geht auch das Eis weg. Pff, Wahnsinn. Hoffentlich gibt es irgendwann hochwertigeres Eis. Ja, es wird bestimmt auch irgendwie ein Kühlungssystem oder sowas dann geben. Da fetzt dir das Eis weg, das ist Wahnsinn. Aber da ist man noch echt flott, ne? Oh ja, verhältnismäßig richtig flott. Kannst doch nichts mehr dann mit dem Greifhaken einsammeln. Ne, du bist eigentlich auch hinten am Zug. Realisiert man aber gar nicht so, ne? Dass das Tempo dann so krass ist. Na, guck mal, wir sind jetzt hier mit Vollgas im Void. Und trotzdem sind wir. Ah, jetzt sind wir da. Da ist es. The next big thing. Oh, hier ist mega viel Eis. Ich bin gerade, ich habe noch eine Kiste auf dem Rücken. Hä? Wie kommt die denn? Da habe ich eine Kiste abgelegt. So. Nächste Tor! Ich find's aber immer, irgendwie immer wieder geil. Also ist auch geil. Die Musik haben sie sich schon schön gemacht, so. Also du hast jedes Mal irgendwie, und dann hier diese fetten Ketten und so, ne, also du hast immer das Gefühl, du bewegst dich hier in so einer Umgebung, die halt mächtiger ist, ne, so. Ja, klar, jetzt halt nur die Frage, was lauert im nächsten Depot? Dann ist die Folge auch schon wieder rum. Eine Rum-Folge. Rum ist sie dann. Folgen gehen rum wie nix. Noch baden. Upp, schon wurde ich teleportiert. Alles wird duschter. Bleibt dann hinten das Licht wenigstens an im Abteil? Ja, okay, das ist cool. Wird das Licht wenigstens an bleibt. High Speed! Nazis! Vorsicht! Oh.
Behalte die Artefakte, da steht was anderes jetzt. Oh, oh, es gibt einen Artefakt in der nächsten Folge. Boah, ich bin nur noch bei 60. Die gehen mir ganz gut auf die Phrase. Weißt du, was ich gut finde, dass das Spiel trotz des langen Zugs und des vielen Bounds immer noch läuft. Das ist ja auch eine Leistung mittlerweile. Alter, ich bin bei 50. Die hauen mir ja gerade ganz schön auf die Schnüss. Wir müssen uns mal Panzerung bauen als nächstes. Au! Oh. Wow, 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 wow! Alter, ich bin bei 38. Die geben mir. Wir werden immer besser ausgerüstet. Wir müssen gucken, dass wir als nächstes Panzerung machen. Und aus den Teilen hier bauen wir uns jetzt eine Waffe für dich. Ich habe schon eine eingesammelt. Jetzt. Waffe? Ja, ja. Eine fertige hier. Ja, deine. Ach so, ja gut. Die hat schon eingesammelt. War das alle? Nee, das ist ein mysteriöses Artefakt. Wir sehen uns wieder und hier ist auch noch so ein Nippler, ein schwarzer Nippler. Aber es läuft noch Musik. Also solange noch Musik läuft, sind hier noch Feinde irgendwo. Ja. Aber die Folge ist rum, badabum. Aber irgendwer schießt hier auch. Ja, bei mir. Oh, da oben. Bei 12 HP. Du musst essen und trinken irgendwie, glaube ich, ne? Oder? Weiß nicht genau, wie man... Durch ist eine Fertigwaffe gewesen. Und nimm mit. Ist da oben noch drin, der Sack. Oh, da ist ein Roter, da ist irgend so ein Shotgun-Dude. Ach, tot. Ach, tot. Komm mal zu mir, am Zug sind die. Oh, der hat Munition verloren, das ist gut. Der auch. Alter, macht mich kalt. Wow, 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 irgendjemand schießt immer noch. Wie viele Nazis sind hier unterwegs? Haufenweise, deswegen sage ich ja, müssen wir jetzt wenigstens mal eben fertig machen. Guck mal, kann ich mir schnell vielleicht eine Heilung zusammenschustern? Ich hol den Shotgun-Dude, solange es geht. Ach, hier ist Resin, ist das. Hier kann man es im Labor machen, diesen komischen Klumpen, den wir nicht wussten. Den kann man im Labor zusammen punchen. Wie? Chemikalien und noch irgendwas. Wo ist noch einer? Hast du noch einen? Bei mir ist noch einer, ja, hier. Oh, hier ist noch einer. Irgendjemand hat auf mich geschossen. Also mit einer gemachten Knarre ist es viel einfacher. Hab ich ja auch mühselig zusammengebaut, das Baby. Leg's mal auf den Tisch, dann kann ich noch was modifizieren dran. Wie, bau doch einfach eine neue dann. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine kleine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss!